herzlich willkommen zur Klemmbaustein-Lyrik und zum Softie, dem Set of the Year. Und zwar, wir befinden uns im Halbfinale. Und wer sind die Kandidaten? Erstmal ganz vielen Dank wieder, dass so viele abgestimmt haben. Und es wurde immer knapper. Also da sind durchaus Sachen dabei, da hätte es auch anders ausgehen können. Also gehen wir doch mal durch. Wir hatten 4 Paarungen, die sich jetzt auf 2 zusammendampfen lassen. Und als erstes, das war noch mit das Eindeutigste, ging's der Burg gegen den DeLorean. Also die große Jubiläumsburg, die 10305 gegen den etwas kleineren DeLorean aus Zurück in die Zukunft, die 10300. Und da hat die Burg gewonnen, sehr einfach eigentlich von den Prozentzahlen, 75% zu 25%. Also ein Dreiviertel wollten die Burg. Die ist jetzt im Halbfinale. Glückwunsch. Dann, die Burg tritt an gegen den Sieger von Paarung 4. Und da war es ziemlich genau, also ziemlich ähnlich, was die Prozentzahlen anging, nämlich Boutique Hotel gegen Bowser. Das klingt so ein bisschen fast, also das hätte man fast kombinieren können und hätte dann irgendwie so einen King Kong-Verschnitt da gehabt. Nichtsdestotrotz, Boutique Hotel, die 10297, das Modelabling des diesjährigen Jahres noch. Man merkt, ich bin noch leicht erkältet. Das Boutique Hotel hat 74% gehabt, Bowser 26%. Also Glückwunsch ans Boutique Hotel. Es tritt also an, Burg gegen Boutique Hotel. Ja, also 2 Möglichkeiten, irgendwo zu übernachten. In einem von beiden ist es bequemer. Dafür ist das andere größer. Egal. Jetzt kommen die beiden knappen Ergebnisse. Und da trat an das große Entdeckerraumschiff, das zweite Jubiläumsset des Jahres, die 10497, legendär 497, gegen Sanctum Sanctorum. Und gewonnen hat, mit 56% zu 44%, das Raumschiff. Also, das Entdeckerraumschiff ist weiter und Sanctum Sanctorum leider raus. Tschüss, tschüss. Und als letzte Paarung, die dann eben dagegen antritt, gegen das Entdeckerraumschiff, da traten an der Tallneck, die 76989, gegen den Leuchtturm. Und tatsächlich mit 54%, also auch noch knapper, hat gewonnen diese Paarung, der Leuchtturm. Genau. Erstaunlich. Gab auch einige Verwunderungen, aber der Leuchtturm scheint doch irgendwie besser anzukommen, als man es vermutet hat. Also ich bin tatsächlich, das ist die größte Überraschung, weil Tallneck hätte ich noch weiter vorn gesehen, ist aber raus. Vielleicht auch, weil nicht jeder dieses Spiel kennt und Zero Dawn vielleicht dann doch nicht irgendwie bei allen im Kopf ist. Nichtsdestotrotz, war aber knapp. Also muss man sagen, ehrenwert, aber man nutzt es am Ende, wenn man dann doch nicht gewinnt. Ne? Also Tallneck raus und der Leuchtturm tritt an gegen das Entdeckerraumschiff. Also wir haben Burg gegen Boutique Hotel und Raumschiff gegen Leuchtturm. Diese Partien gibt es jetzt oben rechts in der Community-Funktion wieder als Abstimmung. Und wir stimmen ab, damit es denn auch was noch wird in den nächsten Tagen. Wir haben heute, wo ich das aufnehme, den Mittwoch. Dann bitte ich doch einfach mal bis Samstag, also bis Silvester, abzustimmen. Und dann wissen wir mit dem neuen Jahr, was das Set des Jahres 2022 ist eben noch nicht, weil das ist ja erstmal das Halbfinale. Okay, also brauchen wir ja noch das Finale, aber das kommt dann Neujahr und dann wird das Ganze irgendwann ganz festlich und wir wissen, was das schönste Set des Jahres 2022 war. Das Set of the Year, der Softie 2022. Also bitte jetzt abstimmen. Vielen Dank, dass ihr bisher schon so fleißig dabei wart. Ich bin gespannt. Habe ich eine Vermutung? Ja, ich habe eine Vermutung, aber doch nicht alles, was ich vermutet hatte bisher, war auch eingetreten. Also so gesehen, lasse ich mich gerne überraschen. Das liegt in euren Händen. Also tippen, nicht vergessen und dann erstmal noch weitere schöne zwischen die Tage. Ne? Und wir sehen und hören uns auf jeden Fall noch. Falls nicht, dann schon mal einen guten Rutsch, aber da gibt es noch Videos. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bis gleich, bis bald und tschüss.